Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway. Es geht um eine 5-7 Angry Mob, gesponsert von... Skin Padoni, Pep Padoni, unserem Partner. Ihr wisst, was man da machen kann. Ne? Meldet euch über meinen Link an oder mit meinem Codewort, falls ich es noch nicht gemacht habe. Und schaut mal rein. Skins kaufen, verkaufen, sweet. Wie man jetzt an diesem Giveaway teilnimmt, ist ganz einfach. Und zwar seid ihr einfach aktiv auf diesem Kanal für die Laufzeit des Giveaways. Und zwar für 10 Tage. Ihr müsst kein Abonnent sein. Einfach nur aktiv auf dem Kanal. Das bedeutet Videos anschauen, kommentieren und wenn man will, liken oder disliken. Wenn man das macht, ist man im Pool drin. Man muss nicht jeden Tag in das Video reinschauen. Wenn man nicht alle 10 Videos schafft, ist auch nicht tragisch. Man rutscht halt nur dann halt ein bisschen runter. Man ist dann nicht der Aktivste, ne? Im Vergleich zu jemandem, der jedes geschaut hat. Die Sache hier ist so wie immer ohne Abo, weil ich keine tote Abo-Armee von 100.000 Leuten haben möchte, die zwar abonniert haben, aber nicht die Videos schauen. Mir ist es wichtig, dass man aktiv am Start ist und auch nur diese Leute möchte ich behalten. Das ist jetzt die Chance für jeden, der hier ganz frisch dazukommt, sich mit meinem Content mal so kurz auseinanderzusetzen. Ja, 10 Tage ist jetzt ja keine Ewigkeit und wenn es einem gefällt, dann bleibt man, wenn nicht, dann nicht. Wenn man unbedingt abonnieren möchte, weil einem der Content gefällt, dann kann man das gerne machen, macht dann aber bitte auch die Glocke an. Und an alle, die die Glocke noch nicht anhaben, überprüft bitte mal diesen Status. Ganz wichtig, dass diese verkackte Glocke an ist und einfach auf All Notifications, fertig. Es gibt zwei Möglichkeiten, seine eigene Aktivität zu boosten, um sich vor andere vorzuschieben und halt dann eher zu gewinnen. Und zwar erstens, kommt in die Livestreams, die sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da heute Dienstag ist, ist heute ab 18 Uhr auch wieder Livestream, also jetzt gerade. Wer dazu kommt, bekommt einen besonderen Aktivitätsbonus auf seine Aktivität draufgerechnet. Dazu müsst ihr mir aber bitte sagen, am besten hier auf YouTube, wie ihr auf Twitch heißt. Dann schreibe ich mir das auf und dann weiß ich genau, wer wer ist. Zweite Möglichkeit zum Aktivitätsboost sind die anderen Videos, die auf diesem Kanal sind. Also nicht nur die 10, die ab heute kommen, sondern das Video von gestern vielleicht oder das von vorgestern. Oder ihr geht in die Playlisten, drückt auf alle Anzeigen und schaut euch einfach mal die gesamte Playlist-Übersicht an und guckt, ob euch da was gefällt. Da ist eine eigene CSGO-Matchmaking-Playlist, eine Overwatch-Playlist, Minecraft, Borderlands, Sachen, wo ich was baue, Drohnenvideos und so weiter und so fort. Podcasts, also da sind verschiedenste Dinge drin. Vor allem die Macht-Spaß-Playlist lege ich euch dann natürlich ans Herz, weil da geht sehr viel Zeit rein. Das sind stark geschnittene, lustige Videos. Also wer da reinguckt und kommentiert, hat natürlich, so wie über den Stream, auch dann nochmal einen Bonus. Da es immer wieder gefragt wird, sage ich es hier auch nochmal direkt, die Kommentare sind wirklich wichtig. Ich kann zwar nachschauen, wie viel jeder Einzelne geguckt hat von einem Video, also wann er weggeschaltet hat, wie viel Prozent er geschaut hat und so weiter, aber wenn ich das grundsätzlich bei jedem machen würde, dann würde ich ja nicht mehr rumkommen bei hunderten von Leuten, ne? Darum ist es für mich viel einfacher, wenn ich die Aktivität aus Kommentaren herauslesen kann. Also sprich, wer heute kommentiert, hey geil, ich mach mit, und dann nicht mehr da ist, der kann nicht gewinnen. Natürlich zählt dann auch die Qualität der Kommentare hinein. Das bedeutet, wenn jemand immer nur Hi schreibt oder tolles Video oder mach weiter so, das zählt nicht als aktiv, sondern einfach als Täuschungsversuch, Aktivität vorzugaukeln. Ich weiß, wie Kommentare aussehen von jemandem, der ein Video auch geschaut hat. Ja. In den meisten Videos stelle ich mindestens einmal irgendeine Frage oder es gibt ein Thema, um das das Video geht und da kann man dann einen Satz oder einen Gedanken dazu schreiben und fertig ist der Lack. Also das ist jetzt keine große Herausforderung, zumal meine Videos im Schnitt 5 bis 10 Minuten lang sind und ja, also... Das ist jetzt nichts, was man sich anschaut über eine Stunde lang und dann denkt, ah fuck, ich wollte was schreiben, aber ich habe es vergessen. Also es geht sehr schnell, ne? Wenn das Giveaway dann nach 10 Tagen vorbei ist, werde ich den Gewinner in einem Video nennen und dieser Gewinner schreibt dann unter dieses Video, oh, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe, geil. Und danach frage ich ihn nach seinem Trade-Link. Hier kommen bitte keine Trade-Links rein, die Kommentare werden eh meist direkt automatisch gelöscht. Also, beziehungsweise kommen mit den Spam-Ordner. Trade-Links posten ja nur unter Menschen rein, die gar nicht reinhören, ja. Leute, die mich noch nicht mal verstehen, also die noch nicht mal Sekunden opfern, um mir reinzuhören, sondern einfach nur schreiben, hey Bro, I did all your steps, good luck and have fun oder so ein Scheiß. Stellt euch vor, wir hätten diese Aktivitätsklausel nicht, dann würden solche Leute vielleicht sogar was gewinnen. Ich glaube, es ballert. Mir geht es bei diesen Giveaways um die Community und um Leute, die dazugehören wollen, aber nicht um irgendwelche dahergelaufenen Pisser. Zum Giveaway ist jetzt alles gesagt. Es gibt noch 2 Punkte, die ich so ansprechen wollte, für die ich aber kein eigenes Video jetzt irgendwie will. Und zwar erstens, bin ich jetzt gerade dabei, das Büro umzuräumen. Das heißt, wahrscheinlich gibt es dann, wenn ich fertig bin, im Hintergrund eher weniger Greenscreen-Action, sondern tatsächlich dann, so wie bei vielen anderen auch, den Ausschnitt des Raumes, den ich mir halt dann noch gestalten möchte. Da wollte ich euch generell fragen, wie ihr das seht. Also, wenn man kein Greenscreen benutzt, sondern tatsächlich im Hintergrund den Raum sieht, in dem man sitzt. Also, ob jetzt zurechtgemacht oder nicht. Also, ich mache mir da jetzt keine bunten Lichter hin, glaube ich zumindest. Und ich werde auch keine Kappen oder Schuhe hinten gestapelt haben, sondern halt einfach irgendwas. Findet ihr das gut oder würdet ihr mir eher dazu raten, den Greenscreen weiterhin zu benutzen, um mich auszukeyen? Und Nummer 2 betrifft eigentlich auch Nummer 1. Und zwar werde ich jetzt nicht ins kleinste Detail gehen bei diesem Umbau und irgendwelche krassen Wandbilder an die Wand machen oder neu streichen oder sonst was, weil wir wahrscheinlich gegen Ende des Jahres eh umziehen werden. Und ja, da wirkt es dann irgendwie oder fühlt sich's komisch an, wenn man dann hier so auf Peak Performance geht.
und es dann halt nur noch für ein Dreivierteljahr hat oder so und dann zieht man eh um und hat dann wieder ein neues Büro, das man herrichten muss. Ja, ich werde mal gucken, dass ich so ein Mittelding finde zwischen und soweit so gut. Dann von mir viel Spaß beim Giveaway, natürlich good luck and have fun an alle. Seid schön aktiv und wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream, ne? Ich mache ihn schon mal an. Bis gleich.